Ich habe nun etwa seit anderthalb Wochen den MagSafe Duo Charger im Test und in diesem Video möchte ich gerne einmal darauf eingehen, wie gut dieses Produkt ist, für wen es sich lohnt und vor allem, ob es fast 150 Euro wert ist. Sollten dich Videos wie dieses zu Apple Zubehör und allgemein zu Apple Produkten interessieren, lass jetzt gerne einfach ein unkompliziertes Abo da und wir werfen jetzt einmal einen etwas genaueren Blick auf den MagSafe Duo Charger im Alltag direkt nach dem Intro und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Den Anfang macht erst einmal ganz kurz der Lieferumfang und auch der Preis. Mit dabei ist natürlich erst einmal der MagSafe Duo Charger. Wir haben außerdem ein Lightning auf USB-C Kabel mit dabei und natürlich die Anleitungen, die Apple typisch verpackt sind. Es ist allerdings kein Powerbrick, also kein Netzteil mit dabei. Daher müsst ihr zusätzlich eins erwerben, wie zum Beispiel das 20 Watt Netzteil mit USB-C von Apple für etwa 25 Euro. Aktuell kostet der MagSafe Duo Charger offiziell bei Apple 149 Euro. Bei einigen Händlern gibt es ihn aber bereits etwas günstiger für etwa 139 Euro. Links dazu natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Sprechen wir als nächstes einmal über das Design und die Verarbeitung. Und ich finde das Design persönlich wirklich sehr minimalistisch und da es hier weiß gehalten ist, auch wirklich sehr clean. Der MagSafe Duo Charger ist auseinandergeklappt, wirklich ziemlich dünn und man kann ihn eben ganz einfach zusammenklappen, damit er dann am Ende viel kompakter ist und ganz einfach mitgenommen werden kann. Die Verarbeitung ist Apple-typisch wirklich sehr hoch und ich persönlich finde auch, dass der MagSafe Duo Charger sich wertig schwer anfühlt und obwohl er nur aus Kunststoff besteht, fühlt sich das Material nicht billig an. Aber trotzdem wirkt die Materialwahl bei Apple im Vergleich zu anderen Produkten, wie zum Beispiel der Nomad Base Station, die zum Teil eben aus Aluminium besteht, natürlich etwas weniger wertig. Die Nomad Base Station ist aber auch dafür gedacht, dass sie eben dort an dem Ort, wo man sie platziert, stehen bleibt, da sie viel größer, viel dicker und schwerer ist und natürlich weniger kompakt. Da hat der MagSafe Duo Charger einfach einen anderen Ansatz. Sprechen wir als nächstes einmal über die Features und zuallererst über die Möglichkeit, den MagSafe Duo Charger ganz einfach zusammenzuklappen. Dieser hält dann magnetisch zusammen und ist dadurch wirklich sehr kompakt, passt in jeden Rucksack, in jede Tasche und kann daher zum Reisen wirklich ganz einfach mitgenommen werden. Wie der Name schon sagt, haben wir hier die Möglichkeit, einmal das iPhone aufzuladen und auf der anderen Seite dann die Apple Watch. Und die Vorrichtung für die Apple Watch lässt sich eben nach oben klappen, um zum Beispiel eine Apple Watch mit einem Solo-Loop-Band aufzuladen oder man kann sie auch ganz normal einfach drauflegen. Der MagSafe-Bereich für das iPhone ist natürlich magnetisch, sodass die neue iPhone 12-Generation ganz einfach magnetisch auf den MagSafe Duo Charger hält und entsprechend geladen werden kann. Ihr könnt aber natürlich auch ältere Geräte ganz einfach über den MagSafe Duo Charger laden. Diese werden dann einfach nur nicht magnetisch gehalten. Da es sich hier aber natürlich trotzdem um Key Wireless Charging handelt, könnt ihr auch eure AirPods mit Wireless Charging Case oder AirPods Pro oder natürlich auch jedes andere Smartphone, was Key Wireless Charging unterstützt, auf der MagSafe-Fläche ganz einfach aufladen. Das ist also kein Problem, wenn man unterwegs ist, dass man seine Apple Watch, seine AirPods und sein iPhone aufladen kann über den MagSafe Duo Charger. Und wie ist das Ganze jetzt im Alltag? Der MagSafe Duo Charger ist klein, kompakt und meiner Meinung nach auch schick auf dem Nachttisch. Das iPhone und die Apple Watch können gleichzeitig auf einem Gerät geladen werden und man benötigt nur noch ein Kabel, was auf jeden Fall sehr praktisch ist und für weniger Kabelsalat auf dem Nachttisch sorgt. Am Anfang fand ich es persönlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das iPhone 12 von dem MagSafe Duo Charger zu lösen, weil das Ganze natürlich entsprechend magnetisch hält. Irgendwann hat man aber eben diesen kleinen Griff draus, dass man das iPhone so löst, ohne den MagSafe Duo Charger mit anzuheben. Das ist so ein bisschen Gewöhnungssache. Nach ein paar Tagen hat man das aber auf jeden Fall drauf und sollte kein Problem sein. Natürlich ist der MagSafe Duo Charger zu Hause schon ziemlich praktisch. Sobald Reisen aber wieder möglich ist, ist es wirklich ein super Gadget, um unterwegs dann eben seine Apple Watch, sein iPhone und seine AirPods aufzuladen. Und man muss nicht mehrere Netzteile, mehrere Ladekabel und so weiter mitnehmen, sondern ein Netzteil, ein Ladekabel und dann eben den MagSafe Duo Charger und hat dann alles kompakt zusammen, was ich sehr praktisch finde. Und da das Ganze sich zusammenklappen lässt und wirklich dann sehr klein ist, passt es wie gesagt auch wirklich in jede Tasche. Kommen wir nun zu meinem Fazit und ich persönlich finde, dass das Produkt wirklich gut durchdacht ist, es ist gut umgesetzt, nur der Preis ist meiner Meinung nach zu hoch. Ich denke, bei 99 Euro wäre es auf jeden Fall sinnvoller und besser angesetzt. Trotzdem macht es aber auf jeden Fall Sinn für Leute, die ein iPhone, eine Apple Watch und AirPods haben und viel reisen müssen, dass man einfach ein Gerät für alles hat zum Aufladen und da muss man vielleicht einmal in den sauren Apfel beißen und eben entsprechend 150 Euro ausgeben, wenn es sich denn für einen selber lohnt. Und ich denke, wenn man viel reist und eben Apple-Produkte
Produkte nutzt, dann weiß man das selber, ob man das Geld dafür ausgeben möchte. Das soll es dann aber auch schon wieder von diesem Video gewesen sein und meinem Test vom MagSafe Duo Charger im Alltag. Und ich hoffe natürlich, dass ich euch damit ein bisschen helfen konnte, solltet ihr aktuell überlegen, euch dieses Produkt zu kaufen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und solltet ihr den MagSafe Duo Charger selber haben, schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Und wenn ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos verpassen wollt, lasst jetzt gerne einfach ein unkompliziertes Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut.